Was geht ab, Leute? Not Alert Games hier und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Geben wir die Quest ab. Wieder. Boom, Auftrag meine erledigt. Ja, yep, ein Eisenreifen und es hagelt Kohle. So kommen wir auch an Ausrüstung, an alles Wichtige dran, was wir brauchen, um die Viecher zu erledigen. Ich denke, wenn was wir jetzt weitergehen, kriegen wir später richtig auf den Sack. Ehrlich, ich glaube das ist richtig. Wir werden es schwer haben. Und wenn nicht, dann werden wir es halt super leicht haben. Das hier sind unsere Problemkinder. Die leichteste heben wir uns zum Schluss auf. Mutig, mutig. Natürlich, wir hauen rein. Wie wäre es mit einem saftigen Steak? Ich glaube nicht, dass wir nochmal futtern müssen. Der Buff müsste eigentlich noch da sein. Mesmerize. Hey, das ist ein Album von System of a Down. Checken das Ziel? Och, da laufen wir schnell hin. Die Sonne geht fast unter, also sollten wir schnell machen. Na dann mal weiter. Prompto, lass uns gehen. Schon unterwegs. Der springt ein bisschen so wie Sora eigentlich in Kingdom Hearts, finde ich. So, hup. Ich finde das immer so geil, wir können uns anschleichen, wir können für diesen Überraschungsangriff sorgen, der früher automatisch kam. Oh, hallo! Überraschungsangriff von anderen, wenn man vom Teufel spricht. Das wird ein Kinderspiel. Das sehe ich auch so. Perfekt. Ja, mir fehlt schon ein bisschen dieses. Naja. Zeiten ändern sich. Ach, die sind hinterm Berg. Oh, ist ja doof. Ja, wir gehen hier rum. Ich glaube, das ist kürzer. Cool, was man nicht alles findet. Kriegerknöchelband. Meine Güte. Ich bin gehypt gerade. Wir müssen die Viecher killen. Noctis, Gladius, Ignis, Prompto. Ja, wir gucken erstmal, was das für ein Ding ist. Kraft geht hoch. Eisenreif, LP gehen hoch. Also ich habe das früher immer so gemacht, dass der Schwächste immer die stärksten... Also der Schwächste wird immer gebufft. So habe ich es früher gemacht. Nicht ein Monster hochgezüchtet. So, könnt ihr mir Angriffskraft geben? Oder einen Eisenreif? Weil zwei Accessoires kann er noch nicht tragen. Er aber. 552, er ist der Schwächste der ganzen Gruppe. Er hat das Fechterknöchelband. Ich leg's mal kurz ab. Ah, ich kann die beiden vergleichen, das ist cool. So, davon geht auf jeden Fall Stärke und Verteidigung hoch. Aber ich glaube, ich gebe den dem Eisenreif für ein bisschen mehr EP. Oder LP vielmehr. Und du? 50 in der Verteidigung, der... Na, der ist eigentlich ein ziemlich heftiger Krieger. Da tut sich ehrlich gesagt nicht viel. 100, 110. Das Fechterknöchelband ist sogar ein bisschen besser als das Krieger. Der ist eigentlich schon an sich sehr stark. Gehen wir dem das Kriegerdingen. Und dann kriegt er die beiden letzten. So finde ich es halbwegs in Ordnung. Da muss man jetzt nicht eine große Wissenschaft abhandeln. Oh, das sind ganz schön viele. 5 Stück. Da werde ich mit einem Zauber voranschreiten. Die Jagdsaison ist eröffnet. Boom, ihr Säcke. Ja. Pronto, vorsichtig. Autsch. Oh shit. Boom, das macht Schaden. Rot ist immer das Beste. Willst du mich
Aber danach sollte man, finde ich, auch nicht gehen. Echtes Teamwork. Man muss immer daran denken, es geht schneller mit dem Ding. Los geht's! Großartig noch! Kinderleicht! Die greifen gar nicht an. Sehr angenehm. Und wenn man mitten im Angriff ist, kann man halt nicht blocken. Boah, das hat Schaden gemacht. Hier gibt's kein Entkommen. Hast du das denn gelernt? Oh, ich kann auch aufladen, oder? Ich komm klar. Auf geht's. Das ist ziemlich geil, wenn wir mehrere haben. Und dann springen wir zu jedem verdammten Punkt. War ein bisschen Overkill für die Viecher, aber es hat gereicht. Okay, schnell wieder zurück. Das war easy. Ja, schneller betten hätten wir es eigentlich machen können. Das ist immer so die Sache. Ich will eigentlich nur draufwälzen. Ich möchte nur draufwälzen und damit die mächtigsten Kombos entfachen. Wir müssen aber immer daran denken, dass wir auch diese Partnerfähigkeiten haben und die sind wichtig. Wenn wir viel, wie soll ich sagen, wenn wir viele, wirklich viele Gegner haben, ist Ignis wirklich hilfreich. Wenn wir auf die Kacke hauen wollen, ist Gladius eigentlich der Richtige. Und Prompto, ich weiß ja nicht, der macht auch viel Schaden eigentlich. Aber mit Waffen warte ich noch. Mit Waffen warte ich auf jeden Fall noch, bis wir auf der anderen Seite sind, mindestens. Ich meine, das meiste kriegen wir auch von den Jagdquests, also... Warum nicht? Esst ihr auch ordentlich? Ja, kann man wohl sagen. Beeindruckend. Rang 2. Pferdenleser. Titanreif. Ich wette, damit kriegen wir noch mehr Leben als mit dem Bronzereif. Wollt ihr was essen? Geht ihr für uns auf die Jagd? Oh, guck mal, der hat schon 22, 28. Da kommen wir aber fürs erste Land nicht mehr hin. Haha. Guck mal an. Er ist ab Rang 3. Aber dann wissen wir wenigstens, was es gibt. Aber ich meine, sind die Jagdquests überall unterschiedlich oder haben wir teilweise auch dieselben? Weil das Ding habe ich schon mal woanders auch gesehen, hier mit dem nächtlichen Niederschlag. Das ist 15, das ist schon heftig. Wir sind noch nicht mal in der Nähe von 15. Na gut, fast, aber hey. Sehr freundlich. Tal ohne Wiederkehr. Passt auf euch auf. Haben wir noch den Buff aktiv? Ja, der bleibt ziemlich lange eigentlich. Vielleicht so lange, bis wir wieder pennen gehen. Ratsam wäre es dann eigentlich, ja, wir haben leider Nacht, dann das Zimmer für die doppelte EP zu benutzen. Aber wir haben jetzt mal 126. Das ist nicht viel. Ehrlich nicht. Das waren ja auch ziemlich leichte Quests. Ist auch hier um die Ecke. Ich denke, wir machen das noch. Hoffentlich haben wir Glück und werden nicht angegriffen. Da liegt was. Meins. Ich finde das lustig. Da steht drücke, drücke, drücke und er springt. Hüpft einfach mal in die Luft. Na dann mal weiter. Prompto, lass uns gehen. Schon unterwegs. Ich bin ziemlich erschöpft. Wir sind ja auch viel gelaufen. Da hinten ist auf jeden Fall ein Refugium. So, machen wir die eben ganz schnell platt. Augen auf! War keine Absicht. Hä, was zum Teufel? Nur weil ich die Waffe ändere? 7 Stück von den kleinen. Jungs, hier gibt's was zu tun. Fein, dann kümmere dich drum. Alleine? So war das nicht gedacht. Ah, das meine ich. Ich war wieder mitten im Angriff. So, komm, eben ganz schnell.
Anderes Ziel. Genau das wollte ich haben. Denn so vernichten wir die schnell. Du bist ja richtig in Fahrt. Einer ist da aber noch. Hier, Geschenk für dich. Wunderbar. Klingt, als würde es dir blendend gehen. Gerade so. So, jetzt gehen wir mal pennen. Oder geben besser noch vorher die Quest ab. Cool. Von keinem der dicken Viecher, die in der Nacht kommen, angegriffen. Worden. Dingens, Bummens. Rein hier. Ach, du bist es wieder. Meine Jungs. Falls ihr Fragen habt, schießt los. Ja, yeah, wir haben es abgegeben. Was haben wir jetzt noch? Das hier sind unsere Problemkinder. Ja. Stufe 15 ist ein bisschen krass. Obwohl, ich hoffe, es hat euch bei uns gefallen. Na, nee, es reicht nicht für einen Levelaufstieg. Auf gar keinen Fall. So, dann pennen wir und dann gehen wir zurück. Beziehungsweise zum nächsten Punkt. Ab ins Bett. Ich denke nicht, dass es für einen Levelaufstieg reicht. Ah. Ne, sag ich ja, das war viel zu wenig. Und ich denke so, okay, wir machen die Quests eben mal eben. Also wenn wir so läppische Quests machen und dann 15 nicht irgendwie packen können, lohnt sich das nicht. Also probiere ich mal die 15er Quest. Wenn wir die nicht packen, gehe ich weiter. Dann lohnt sich es auch nicht, die Jagdquest zu machen. Was kann ich für euch tun? Auf jeden Fall erstmal die Jagd annehmen. Geht ihr für uns auf die Jagd? Weiß das zu schätzen. Nachtaktiv. Ja, okay. Hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich ja schließlich lesen können. Was darf sein? Halb so wild. Sind wir mal nicht so geizig. Komm, 150 in der Angriffskraft? Ja, ist eine Menge. Brauchen wir bei den Viechern. Das sieht super lecker aus. Da schreibt er sich bestimmt auf. 22 Fertigkeitspunkte. Da gucke ich mir gleich nochmal ganz in Ruhe an, was wir dafür nehmen können. Satt gegessen? Sehr schön. Yep, yep, yep. Oh. Als nächstes nach Lestalum. Das Panorama soll grandios. Södele. Wir haben schließlich 22 Punkte. Naja, ganz wichtig ist auch die Statuswerte updaten, ja. Aber Erkundung ist wichtig für jeden gefangenen Fisch-FP. Erlaubt Prompto im Kampf zu fotografieren, das habe ich schon gehabt. Da gibt es schon FP für. Verlängert die Effektdauer von Gerichten beim Zelten. Gewährt FP für Siege in Chocobo-Rennen, das machen wir noch nicht. Gewährt FP für das Zurücklegen bestimmter Distanzen auf einem Chocobo, das ist so wichtig, finde ich. Aber das kostet alles so super viel. Da könnte man sagen, wir sparen uns das jetzt an. Aber es ist auch so wichtig, halt den Kampf abzugraden. Das ist alles wichtig, aber meine Güte. Hier auch. Irgendwas für Ignis wäre toll. Das haben wir schon. Ach nee, besitze ich nicht genug für. Ignis lässt die Gefährten sammeln, hebt kritische Zustände auf und beschleunigt die LP. Heilung rapide. Das hört sich sehr hilfreich an. Boah, ja, das hört sich wirklich super hilfreich an. Boom. Jetzt haben wir nur noch 14. Was haben wir da? Lässt die Gefährten einen Gegner gemeinsam angreifen und führt oft zu tödlichen Attacken. Boah. Versieht Noctis Waffen mit dem Element, gegen das Gegner empfindlich ist. Oh mein Gott, das ist genial.
Und dann kann ich je nachdem auch den Zauber anpassen. Aber oh, wie machen wir eigentlich für den Kampf den Zauber ready, den wir gerade brauchen? Also wir können ja nicht im Menü wählen zwischen allen Zaubern. Wir müssen ja immer irgendwas parat haben. Das heißt, wir können zwei Zauber nehmen. Dafür nehmen wir aber eine Waffe raus. Da kann man so viel machen. Boah, 99. Das ist eine Menge. Ermöglicht nach einem Angriff in der Luft einen Schritt in die gewählte Richtung. Okay. Das nehme ich ganz zum Schluss. Puh, was könnten wir noch nehmen? Gegen niedergeworfene Gegner. Alle können das außer Noctis. Ermöglicht das Kontern gegnerische Angriffe mit dem Großschwert. Analysiert zu Kampfbeginn die Gegner und zeigt Schwächen und Attribute auf. Das nehmen wir auch mal. Das ist super praktisch. Dann wissen wir ganz genau, was wir da machen müssen. Mit welcher Waffe und warum. Aber ich finde, man kann sich auf den Kampf nicht so richtig vorbereiten. Ja, nehmen wir das für Prompto auch noch, komm. Dann haben wir zwei und dann reicht mir das. Ja, der Flan. Da oben. Boah, das ist immer eine Ecke. Ich denke, da fahren wir mit dem Auto hin. Ja, das ist eine Ecke. Hoffen, dass keiner kommt. Da kommt aber eigentlich immer einer. Oh, ich glaube, das Spiel ist abgekackt. Ja. Oh, nö. Ich hoffe, der hat gespeichert. Das Bild ist schwarz. Aber ich kann irgendwie noch springen. Goddammit. Dann würde ich sagen, starten wir neu. Oh, ärgerlich. Okay, wir sind wieder zurück. Leider am Tag. Oh, was darf's heute sein? Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal die Quest Unsere annehmen. Jagdziele. Also, mutig, mutig. Schade, dass das Spiel abgestürzt ist. Das ist mir noch nie passiert. Warten wir. Okay. Dann... Knurrt der Magen? Nicht geizen. Momentchen bitte. Essen fassen. Das sieht so gut aus, oh mein Gott. Zu viel Essen ist auch nicht gut. Stimmt. So, ich steig mal an der anderen Seite ein. Vielleicht geht's dann. Es geht. Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Schlafen wir irgendwo. Warum fragt er uns das jedes Mal? Kein Problem, bin auch fit. Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Ja, dann müssen wir lieber selber fahren. Naja, so richtig selber fahren ist es ja nicht. Wir fahren ja eher auf Schienen. Herrlich, die Musik ist klasse. Genau das ist die richtige Straße. Immer hier geradeaus. Ich hoffe, da begegnet uns nichts. Ja, hier können wir aussteigen. Los mit euch. Oh shit. Was geht denn hier ab? Sicher? Auf der Straße? Was? Ja. Echt jetzt? Davon sind sogar zwei Viecher da. Wir steigen besser nicht aus. Machen wir, dass wir wegkommen. Ich habe ein mieses Gefühl. Boah.
Zwei von den Siechern und ein Bomber. Naja, die stehen da hinten. Wir müssen zum Glück hier lang. Ich denke, den Kampf kriegen wir gepackt, auch wenn die 6 Level über uns sind. Da ist er! Es ist nur einer! Kein Fan von dem Clipper. Oh, shit. Sehr schlechte Sicht. Nutz deine Brille. Danke für den Tipp. Das geht so weiter. Sorry. Ah, shit. Einmal zurückziehen. Hier bin ich. Leg los, Bruder. Oh. Das riecht nach. Das riecht absolut nach Ärger. Das geht schon. Aber welche Waffe ist gegen den gut? Und welcher Zauber vor allen Dingen? Hat er sich verdünnisiert? Da hinten. Haben uns wohl etwas übernommen. Niedergeworfen. Das hätte ich gerne perfekt. Das wird die Krone. Erledigt! Jawohl! Boah, Zeit und Offensive waren perfekt. Technik ging. Nicht schlecht. 15 haben wir geschafft. Perfekt. Ja, zur letzten Unterkunft machen wir das. Das kriegen wir sogar umsonst. Oh Gott, Luna Freya Nox Floret. Hoi. Ganz schön durchgestylt, die. Verlobte von Noctis. Da hätte ich gar nicht zurücklaufen brauchen. Immer zurück zur Unterkunft. Was macht der denn dafür? Was war das denn? Hey, wie ist die Lage? Ja, ich würde sagen, die Lage ist perfekt. Gute Arbeit. War eigentlich einfach. Wenn ich gezaubert hätte, wäre das Viech doppelt und dreifach erledigt gewesen. Was kann ich für euch tun? So, was haben wir denn jetzt im das Angebot? Das hier sind unsere Problemkinder. Naja, mehr können wir also nicht mehr hier machen. Dann hauen wir ab. Bloß auf da draußen. Ich muss aber schlafen gehen, leider. Immer nur so ein kleines bisschen, Typ. Lohnt sich gar nicht mehr irgendwie. Kriegen super wenig für eine Jagdquest. Aber dafür kriegen wir umso mehr Leben. Was heißt Leben? Leben durch die Items. Also das wiederum lohnt sich. Also. Fertigkeiten? Nicht? Ausrüstung war's. Ich tausche das mal aus, obwohl... Ja doch, ich tausche das mal aus. Der Titanreif, der tut's total. Ich denke, wir sind eigentlich relativ gut gewappnet. Hey, morgen. Das Auto ist weg. What the hell? Steht bestimmt da hinten irgendwo. Nein, steht's nicht. Ah, ich hab den da hinten stehen lassen. Stimmt ja. Das Spiel ist schlau. Ja. Holen wir den uns hier hin, würde ich sagen. Ja, komm, wir sind super faul. Lass mal. Wir haben's ja. Zwar doof, das so zu verschwenden, aber wir haben's. So, tanken brauchen wir nicht. Ich überlege gerade, ob wir nicht wieder hier runterfahren und dann noch eine Quest machen. Ich glaube, machen wir auch.
Da waren wir auch noch gar nicht. Da kommen wir aber auch noch nicht hin. Raststätte Langwitter. Da waren wir, da ist aber nichts. Drillingskamm auch nichts. Und bei den Minen auch nichts. Aber hier war noch irgendein Ort. Hier, die Ortschaft hier nämlich. Da will ich hinfahren. Einmal kurz schnell vorbeichecken. Schön, dass wir wenigstens die Schnellreise haben. Das geht schnell. Ja, die Ladezeit wird jetzt aber ein bisschen lang sein, weil von Hammerhead bis dahin ist immer so eine kleine Ecke, glaube ich. Also genießen wir die Ruhe. Oh, ging relativ schnell. Noct, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Ja, dann halt nicht. Hier war auf jeden Fall ein Restaurant. Willkommen. Ich denke, die Jagdfest, die macht man weniger wegen. Was darf sein? EP mehr für die ganzen Kill- und Item-Sachen. Ist etwas für euch dabei? Die Dinger, die sind extrem. Die können wir noch schaffen. Die sind ja nur nachts, aber es sind eigentlich genau die gleichen Viecher. Ich lasse es gut sein. Vielen Dank. Ab aufs Schiff, würde ich sagen. Hab vor kurzem meinen ersten MI gesehen. So, aber sowas von aufs Schiff. Wir reisen auch direkt hin. So, jetzt haben wir ein paar Quests wieder erledigt. Das ist fein. Dann können wir jetzt richtig schön auf das Schiff wandern. Auf geht's!